Unser Gelände ist in der Tat sehr zerklüftet. Es war einmal eine Wiese und nie als schöner Rasen geplant. Somit sind hier Löcher und Bodenwellen, es geht auf und ab. Auf dieser 2 Hektar großen Fläche leben viele kleine Tiere. Unser Garten ist recht wild. Wir haben viele Bäume und lieben überall Blumen. Für den Roboter ist das alles kein Problem. Er fährt um die Bäume herum, ohne sie auch nur im geringsten zu beschädigen. Früher habe ich mit einem Trecker gemäht und je nach Jahreszeit und Graszustand, ob trocken, nass, mit Blättern bedeckt oder nicht, hat das Mähen zwischen 6 und 7 Stunden gedauert. Für den Roboter haben wir dieses U-förmige Grundstück jetzt in 3 Bereiche aufgeteilt. Wir haben die rückseitige Fläche sowie die beiden seitlichen Flächen des Hauses definiert. Dort läuft ein kleiner Bach durch. Wir stehen morgens auf und der Rasen ist gemäht. Wir haben gut geschlafen und die Arbeit ist erledigt. In der Hauptmähsaison erspart mir das einen Tag pro Woche. Früher, als wir noch mit dem Trecker gemäht haben, wussten wir nicht, wie wir das Gras von der Fläche sammeln. Dank der Mulchfunktion des Roboters ist Gras, das an unseren Füßen kleben bleibt, jetzt kein Problem mehr. Ich würde nie mehr wie früher mähen wollen, das ging auch gar nicht mehr. Jetzt ist es bequem, zeitsparend und die Ergebnisse sind besser. Ich weiß, wie ich den Batteriestatus prüfe, wie ich die Bedeutung von Alarmen herausfinde und wo er sich jederzeit auf dem Grundstück befindet. Das geht alles mit meinem Tablet oder Smartphone.